Hallo, unser heutiges Thema ist Redewendungen mit Essen. Stell dir vor, zwei Freundinnen sprechen über die dritte Freundin und eine sagte: Ach, sie ist so verliebt. Es scheint, als ob sie Tomaten auf den Augen hat. Tomaten auf den Augen haben bedeutet etwas Offensichtliches nicht merken. Das heißt, etwas nicht sehen, was alle anderen sehen können. Die zweite Redewendung ist, seinen Chef dazu geben. Zum Beispiel, ach, John, musste er wieder seinen Senf dazu geben. Was das bedeutet. Senf einfach passt nicht zu jedem Gericht gut zu. Also, wer ständig ungefragt etwas kommentierte oder seine Meinung äußert, handelte er also wie ein Koch, der unnötig überall seinen Senf hingab. Dritte Redewendung. Friede, Freude, Eierkuchen. Diese Redewendung würde häufig benutzt, um eine oberflächliche, harmonische Situation zu beschreiben. Es geht darum, dass diese Probleme danach nicht gelöst werden, sondern nur im Hintergrund hängt. Zum Beispiel, im Leben ist es nicht alle Friede, Freude, Eierkuchen. Das heißt, wir haben auch Schwierigkeiten im Leben oder in einer Beziehung. Es ist nicht immer alles harmonisch und sehr ruhig. Vierte Redewendung. Es geht um die Wurst. Wir alle wissen, wie wichtig die Wurst für Deutschen ist. Deswegen, diese Redensart bedeutet, jetzt wird es ernst. Das heißt, wir müssen eine wichtige Entscheidung treffen und die Situation ist einfach sehr ernst und wichtig. Zum Beispiel, jetzt musst du richtig dein Bestes geben. Es geht um die Wurst. 5. Du hast wohl Bohnen in den Ohren. Zum Beispiel, diese Redewendung können wir häufig hören in einer Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Zum Beispiel, eine Teenage-Tochter, ja, wo die Mutter sagt, ach, sie hat den Müll wieder nicht runtergebracht. Sie hatte wohl Bohnen in den Ohren. Warum Bohnen? Weil Bohnen diese Form wie Ohrstöpsel haben und perfekt den Gehörgang verschließen können. Jemanden Honig ums Maul oder Bart schmieren. Das bedeutet leider nichts Leckeres, sondern dass man möchte bei seinem Gegenüber einschleimen. Ziel ist, von anderer Person zu profitieren. Zum Beispiel, wie könnte er so schnell die Führungsposition bekommen? Einfach, weil er das ganze Jahr den Chef Honig ums Maul schmierte. 7. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Zum Beispiel, traue Marco nicht, mit ihm ist nicht gut Kirschen essen. Das bedeutet, es ist etwas über diesen Marco, dem man nicht wirklich vertrauen kann. Geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst. Zum Beispiel, du machst mich extrem wütend. Geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst. Warum Pfeffer? Weil Pfeffer wächst normalerweise in Indien. Das heißt, bitte geh weg. Geh so weit entfernt, dass ich dich nicht mehr sehen oder hören kann. 9. Wie Pilze aus dem Boden schießen. In etwas sehr häufig und übermäßiger Weise auftritt. Zum Beispiel, in meiner Heimat schießen Sportbekleidungsgeschäfte wie Pilze aus dem Boden. Das bedeutet, jedes zweite Geschäft ist Sportbekleidungsgeschäft. Und endlich 10. Das macht den Kohl auch nicht fett. Das bedeutet, das macht keinen Unterschied. Das nützt auch nicht mehr. Zum Beispiel, dein bisschen Geld kannst du behalten. Das macht den Kohl auch nicht fett. Das bedeutet, ein bisschen Geld nutzt nicht so viel. Du kannst es behalten. Wenn du dieses Video hilfreich findest und jetzt 10 neue Redewendungen mit Essen gelernt hattest, dann bitte Like und Abo-Button anklicken, schönen Kommentar schreiben und dieses Video weiterteilen. Bis nächstes Mal!